So, und da wollte ich euch auch nochmal ganz kurz Thema Pflege und Reinigung zeigen. Da ich jetzt eine ziemlich geile Methode gefunden habe, das Schlauchboot optimal zu reinigen. Also ich verwende jetzt hier eine normale Poliermaschine. Mag erstmal egal, ich nehme jetzt hier die Flex, die ich sonst auch für die Autos verwende. Und ja, wir sehen jetzt hier, wie dreckig das alles ist, auch gerade diese ganzen Kanten hier. Das sieht erstmal aktuell so aus. Auch solche Sachen. Hier diese schwarzen Abriebe. Na. Und auch das hier, das bekommen wir richtig gut weg. Und das sehen wir nämlich auch schon auf der anderen Seite. Einmal lang hin. Und das Ganze hier hinten. Ja, so Kleinigkeiten bleiben dann zwar noch, aber im Groben ist das erstmal extrem sauber geworden und durch die Poliermaschine auch relativ easy und nicht so anstrengend wie jetzt meinetwegen mit Bürste. Ich verwende dazu natürlich The Cleaner, was einfach für mich das Geilste ist, und zusätzlich noch mal ein bisschen was von dem Yachtikon Schlauchbootreiniger. Und ganz im Anschluss werde ich dann auch mit der Poliermaschine hier die Schlauchbootpflege natürlich am Ende auftragen. Wir machen es so: Wir sprühen als erstes alles schön mit Wasser ein. Dann kommt der Cleaner, wird das ein bisschen verrieben. Und dann wird das mit der Poliermaschine ordentlich weggemacht. Genau. So, ja, und das ist jetzt hier die eben gezeigte Stelle. So was ein bisschen tiefer sitzt, geht natürlich nicht raus. Aber das Grobe, das ist echt mega gut rausgegangen. Und da sieht man auch hier direkt den Übergang. Ja, bis wohin ich es geschafft habe. Das gleiche natürlich auch unten hier mit unserem eisenhaltigen Wasser, was wir hier an der Leipziger Seenplatte haben. Das ist schön geputzt. Und hier drüben ist das alles noch richtig dreckig. Ja. Und das Ganze könnte man auch mit einem Rumpf machen. Aber die Zeit würde ich mir jetzt nicht nehmen, weil das eh nochmal dieses Jahr ins Wasser kommt. Also in 2 Tagen in Kroatien. Aber sieht schon, das Ergebnis ist schon echt top.
Thank you.